spüre bei Ihnen bei diesem Thema eine geballte Energie. Also da fegen Sie mich fast vom Pult weg bei diesem Thema. Warum liegt Ihnen das so am Herzen? Warum engagieren Sie sich da jetzt so? Sie wirkten vorhin ganz ruhig abgeklärt bei vielen Antworten und jetzt plötzlich gerade bei diesem Thema, da explodieren Sie fast. Warum ist das so? Es gibt einen schönen Satz von Hannah Arendt, der heißt, der Sinn von Politik ist Freiheit. Und das sollten wir nicht vergessen. Und sie hat nicht gesagt, der Sinn von Politik ist Wahrheit. Ja? Und es hat etwas mit meiner Biografie zu tun, mit meiner linksradikalen Vergangenheit als Student, wo ich auch dachte, das ist jetzt die Wahrheit, die ich habe. Und irgendwann erkennt man, dass so etwas in der Politik gefährlich ist. Ja? Sozusagen der Streit um Gut, Böse, Wahr, Falsch ist natürlich immer der Hintergrund unserer Argumente. Das ist ja logisch. Jeder ist überzeugt, dass er Recht hat, sonst kann er gar nicht selber überzeugen. Aber wir müssen immer sehen, die Demokratie steckt einen Freiheitsrahmen. In den Freiheitsrahmen streiten wir. Und die Grenzen des Streits zeigt uns unsere Verfassung auf und das sollten wir niemals überschreiten. Darum bin ich da so leidenschaftlich, weil das gibt es sonst schnell. Das gibt es sonst schnell und im Zweifel geht es immer für die Freiheit bei mir. Ich möchte das Thema noch mit einer Frage abschließen. Wenn es also nicht um die Wahrheit geht, wenn es um den Interessensstreit geht, würde ich schon gerne wissen, wie Sie denn die Interessen bei dem Projekt Stuttgart 21 einschätzen. Da gibt es ja auch ganz spezielle Interessen, wo vielleicht die Hoffnung auf gute Gewinne oder guten Umsatz damit verbunden sind. Wie sehen Sie da die Interessenslage bei diesem Projekt? Na gut, erstmal ist es klar, es ist ein Problem des Streits und der Demokratie, dass die, die stark sind, die mächtig, die viel Geld haben, die viele Verbindungen haben, die Netzwerke haben, im Vorteil sind. Ja? Und es ist gerade die Aufgabe, die ich sehe, der neuen Regierung, dass sie das etwas ändert, dass wir das verschieben und dass wir auch Möglichkeiten schaffen, wie die Zivilgesellschaft, ganz mögliche Leute, die außer ihrem Verstand und ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft nichts einzubringen. Sie sagen, das ist aber sehr viel und das macht eine lebendige Demokratie aus und wir müssen diese Kräfte gleichrangig in Stellung bringen gegen die mächtigen Interessen der Gesellschaft. Das ist das, wozu ich hoffentlich ein Stück weit. Für mehr Bürgergesellschaft kämpfen, aber ein Bürgerparadies kann ich leider auch nicht kaufen. Am grünen Ballon. Herr Hirschmann, ich akzeptiere, was Sie am Anfang gesagt haben, zivilisierten Streit und zivilisierte Demonstrationen. Aber ich möchte zu Ihrem letzten nochmal betonten Streit sagen, es braucht eine Streichkultur. Streit allein ist nicht die Lösung. Und ich erinnere an das Wort von Werner Wölfle, damals vor der Schlichtung, man kann nicht über die Pizza-Verteilung reden, zu zweit, solange der Dritte sie verfespert. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in dem Gespräch mit Herrn Ramsauer von dieser Haltung etwas rüberbringen können. Wenn das nicht gelingt, in Ihrer oder in anderer Auseinandersetzungen, dann können wir mit noch so viel Reden und Appellen verhindern, dass die Demonstrationen eben doch hochkochen. Weil ich meine, dass die andere Seite geradezu dazu aufreizt mit ihrem Verhalten. Wenn Sie
schon etwas vorab sagen, ohne Karten aufzudecken, was Sie dem Herrn Ramsauer am Freitag vielleicht sagen werden? Ja, vielleicht etwas, was in die Richtung geht, was der Herr gerade gesagt hat. Das wäre ja nicht schlecht, ne? Jetzt haben wir den roten Ballon. Ja, guten Abend zusammen. Mein Name ist Peter Stellwag. Und ich möchte auch gerade noch mal am Anfang des Abends weitermachen. Wir reden mit. Interessiert mich ganz besonders, ja, vor allen Dingen, nachdem wir Ihre Staatsrätin, Frau Erler, die Sie heute hier vorgestellt haben, eingeladen haben zu einem Vortrag von Wolfgang Mehnauer zum Urban Planning 2.0. Ich kann verstehen, dass sie da nicht teilgenommen hat an diesem öffentlichen Vortrag. Aber ich bin sehr daran interessiert, was wollen Sie wirklich tun, außer mir persönlich zum Beispiel diese Haltung abzwingen, 25 Minuten auf diese Wortmeldung hier zu warten? Was wollen Sie tun, ja, okay, was wollen Sie tun, damit dieses Mitreden auch zu einem Miteinanderreden mit Wirkung führt? Wie wollen Sie tatsächlich an diesem Prozess etwas verändern? Ja? Wir können, glaube ich, solche Veranstaltungen wie die nicht jede Woche zweimal machen. Und zum Reden haben wir genug. Das wäre ein bisschen viel, jede Woche zweimal, ne? Bitte sehr, aber was kann man tun? Ich kann ja bei aller Liebe zum Thema der Bürgergesellschaft nicht mit 10,5 Millionen Menschen reden. Eins, das geht nicht. Ja? Das heißt, wir müssen Formen finden, das ist ganz richtig angesprochen, wie zeigt das auch Wirkung? Und ich denke, die Schlichtung war da eine Blaupause. Ja? Wir hatten da eine Form gefunden, die hat Wirkung gezeigt und zum Schluss hat man etwas beschlossen, wie jetzt diesen Stresstest, der, wenn er ordentlich gemacht wird und so, wie es versprochen ist, Wirkung zeigen wird. Ja? Also so müssen wir Verfahren in Gang setzen, dass Einsprüche, Vorschläge von Bürgern auch wirklich zielführend sind und auch die Leute erreichen. Das ist ein Unterfangen, das sicher, da brauchen wir sicher eine ganze Legislaturperiode, um das sozusagen fest zu verankern. Ja, also über sozusagen persönliche Eingaben hinaus, das haben wir ja schon im Petitionswesen ähnlich. Wie erreichen wir tatsächlich, dass Eingaben, Zusammenschlüsse von Bürgern auch wirken? Also das ist genau das, worum es geht. Wir wollen ja jetzt hier nicht nur Floskeln verbreiten über Bürger, sondern das ist die große Herausforderung. Wie implementieren wir das in die Verwaltung, dass auch wirkt? Also, ich sage mal ein Beispiel, wir müssen ja jetzt einen Haufen Windräder bauen, dagegen wird es Proteste geben, das wissen wir. Und wir bereiten unsere Häuser vor, wie gehen sie damit um und wie ermächtigen sie die Leute, die dagegen sind, dass sie zu ihrem Recht kommen. Wie informiert man sie, dass sie das, was sie vorhaben, auch ordentlich vorbringen können, obwohl wir für Windkraft sind. Also so machen wir das, so ernsthaft die Bürgerschaft dahin zu bringen, dass sie auch Wirksamkeit zeigen kann. So eine Nachfrage zu einer Veranstaltung wie dieser hier. Natürlich kann man nicht jedes einzelne Problem hier mit allen Leuten einzeln ausdiskutieren, aber was nehmen Sie mit aus einer Versammlung wie dieser hier? Da spüren Sie ja vielleicht auch eine bestimmte Stimmung. Was nehmen Sie aus so einer Veranstaltung mit? Also ich habe aus den Veranstaltungen, das ist jetzt, wie gesagt, vier zwischen den Wahlen und jetzt die erste jetzt in der größten Versammlung, ich nehme immer mit, dass die Bürgerschaft sehr, sehr ernsthafte Anliegen vorträgt. Ja? Also es bestärkt mich einfach in der Haltung, davon radikal Abstand zu nehmen, auch wenn Dinge vorgetragen werden, die einem wirklich nicht passen oder sogar nerven, dass man das ernst nimmt, dass man das wirklich ernst nimmt, was da vorgetragen ist, dass
Ja, und so eine Veranstaltung bestärkt einen in der Haltung, dass man das tun muss. Das ist wirklich eine ganz wunderbare Veranstaltung. Der orange Ballon. Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich muss ein bisschen mehr ausholen zu meiner Frage. Also die S21-Befürworter sagen immer, das ist ihre zentrale Aussage, mehr Verkehr auf die Schiene. Herr Hauck hat in der letzten Regierungserklärung erzählt, kann man den Wechsel machen, sonst schlafen die noch ein vom Bild. Ja, S21 mehr Verkehr auf die Schiene bedeutet. Das VGH-Urteil von 2006, da wird die Leistungsfähigkeit des Kopfbahnhofs mit 28 Zügen bei guter Betriebsfähigkeit bezeichnet und 37 Zügen in der Spitze angegeben. Herr Gruber hat in der Liederhalle damals am 11.10.2010 in der Minute 32 bis 33 gesagt, der jetzige Kopfbahnhof ist die absolute an der Grenze mit 25 Zügen. Danke. Mehr kann er nicht leisten. Und S21 schafft mindestens 52 Züge. Und kann das deckt sich wiederum mit den Angaben von Professor Martin, der die Leistungsfähigkeit mit 28 Zügen und maximal 37 Zügen berechnet hat. Jetzt wissen wir aus der Schlichtung, das bin ich leider vorbei. Eigentlich wollte ich nur schnell sagen, dass heute... Aber was Sie vorbringen, wird ja die nächste Veranstaltung zum Thema Stresstest hoffentlich wirklich mit allen dafür notwendigen Zahlen auf den Tisch bringen. Das ist ja der Sinn und die Aufgabe des Stresstestes, genau diese Zahlen, die Sie jetzt genannt haben, auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Der jetzige Fahrplan beinhaltet... Haben Sie noch eine kurze Frage? Ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass der jetzige Fahrplan im Kopfbahnhof 44 Züge in der Stunde 7 bis 8 fahren lässt. Also das stimmt nicht, dass die Höchstleistung beim Kopfbahnhof 37 Züge sind. Und ich wollte fragen, ob die, Herr Kretschmann, die Leistungsfähigkeit des Kopfbahnhofs endlich ermitteln. Unterlagen habe ich dafür da. Ich habe ermitteln lassen, was kostet die Leistungsfähigkeit zu ermitteln. Das sind 45.000 plus Mehrwertsteuer und dauert 4 Wochen. Wer die Leistungsfähigkeit des Kopfbahnhofs, ich glaube, das müssen wir alle wissen, endlich ermitteln. Erstmal soll ja aber der Stresstest die Leistungsfähigkeit des geplanten Projekts Stuttgart 21 ermitteln. Ja, und die Leistungsfähigkeit des Kopfbahnhofs, das jetzt nur eines, den die Befürworter von K21 haben, die ist natürlich auch da und wird auch ermittelt. Ja? Aber erstmal steht jetzt ja das Projekt an, die Leistungsfähigkeit des umstrittenen Projekts Stuttgart 21 zu ermitteln. Ich habe gedacht, dass der Stresstest schon davon ausgeht, dass der Kopfbahnhof eine Leistungsfähigkeit hat, die dann um 30% gesteigert werden soll. Und jedenfalls haben wir ja in der Schlichtung zeigen können, und es ist nicht bestritten worden, dass der Kopfbahnhof eine hohe Leistungsfähigkeit hat. Das war ja eines der tollen Ergebnisse der Schlichtung, dass von der Bahn das gar nicht bestritten wurde. Der rote Ballon.